So, Leute, was geht? Endlich mal kriege ich da auch das Video zu diesem Battle hin. Sorry für die große Verspätung. Am Wochenende hatte ich halt Besuch gehabt und deswegen hatte ich da auch nicht wirklich Lust und Laune, da weiterzumachen, aber beziehungsweise die Analyse zu schneiden. Aber ich habe halt Nextside und die dreisten drei schon das Ergebnis weitergegeben, beziehungsweise auch die Halbfinalpaarungen. Aber zu den Halbfinalpaarungen kommen wir am Ende vom Video. Aber wir machen das jetzt so, und zwar, ich habe halt die letzten Tage, beziehungsweise gestern und vorgestern habe ich ein Video geschnitten. Leider ist es halt so gewesen, dass Vegas halt wieder die Projektdatei irgendwie korruptet hat, beziehungsweise ist beim Rendern irgendwie schief gelaufen, dass ich die Datei nicht mehr öffnen kann. Und das Problem ist halt, dass ich auch immer bis 18, 18.30 Uhr arbeite und ich dann immer dann spät nach Hause komme. Dementsprechend habe ich dann auch nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise habe ich auch nicht mehr nochmal Bock, das alles nochmal neu zu schreiben. Deswegen bitte habt Verständnis. Ich werde auf jeden Fall kurz was zum Battle sagen zwischen Nextside und die dreisten drei. Und dann werde ich die Punktevergabe nochmal kurz durchgehen und ja, dann das Endergebnis. By the way, dieses Battle hat mit mir auch der gute Felloquent bewertet. Die Bewertung von ihm und von mir sind in der Beschreibung, also die genaue Bewertung. Und ich tue mich da nochmal auf jeden Fall ganz kurz zusammenfassen, was ich da meinte und was meine Gedanken sind. Und zwar Hinrunde, die dreisten drei gegen Nextside. Auf jeden Fall, was ich spontan sagen kann, die Hinrunde der dreisten drei ist halt videotechnisch und mototechnisch halt extrem gut geworden. Videotechnisch halt wahrscheinlich Top 3 Videos ever im CMB. Auditiv ist das auch sehr cool geworden. Gabsuk ist super, feier ich sehr. Die Mission in Parts hätte etwas präsenter sein können und der textliche Finesse ist da teilweise auch etwas zu kurz gekommen. Die Hinrunde trägt halt einfach diese krasse Gesamteindruck und wie das alles inszeniert wurde und dementsprechend klatscht das auch übelst krass. Rückrunde Nextside. Nextside konnte natürlich videotechnisch und mototechnisch nicht mithalten, das ist klar. Aber er hat auf jeden Fall auditiv auch sehr gut mitgehalten. Die Paar-Joke ist sehr cool geworden, auf jeden Fall Props dafür. Und textlich ist es halt, naja, auch so lala gewesen, so, keine Ahnung. Das Ding ist halt einfach, dass ich halt ein bisschen störend fand, ist halt, dass er zum Beispiel sagte, ja, Lolli gibt mir Komplimente, obwohl das offensichtlich nicht als Kompliment gemeint war, vor allem wenn man sagt, yo, du hast coole Beats und du hast coole Videos, obwohl da nicht wirklich viel Eigenarbeit drin steckt und Nextside sagt zwei oder dreimal so, ja, danke fürs Kompliment, finde ich nicht wirklich geil. Sonst war halt ein paar netter und coole Aussagen dabei, aber trotzdem war das textlich auch nicht wirklich was so. Im Endeffekt hat mich dann die Hinrunde von die dreisten drei mehr überzeugt. Hier die Punkteverteilung. Video 2-1 an die dreisten drei. Flow und Audio 2-2. Technik 1-1. Punchlines 2-1 an die Hinrunde. Motto-Umsetzung 3-1 an die Hinrunde. Und Extrapunkt 1-0 an die Hinrunde. Dementsprechend gibt es ein 11-6. Jetzt die Hinrunde Nextside gegen die Rückrunden von den dreisten drei. Ist auf jeden Fall hier doch das deutlich unspektakulärere Seite, beziehungsweise auch die knappere Seite. Ja, das Ding ist halt, beide Videos nehmen sich nicht viel, beide gehen in eine komplett andere Richtung. Nextside mit einem atmosphärischen Performance-Video und die dreisten drei mit einem coolen Greenscreen-Video, obwohl ich das Gefühl hatte, dass der Dandy gegen Ende vom Cut, beziehungsweise Ende von der Runde immer ein bisschen fauler wurde. Aber trotzdem weiß ich, wie fucking anstrengend das ist. Sonst, auditiv ist Nextside eigentlich cool, hat auch mehr als solide gerappt, finde ich, hat mich aber leider nicht abgeholt, da hat mich flowtechnisch die 3-3 ein bisschen mehr überzeugt, vor allem vom Stimmeinsatz und von der Lockerheit, wie die Parts gerappt haben und delivered haben. Gabsuk finde ich da auch einen kleinen Ticken besser, aber ich denke, dass der Beat mir da einfach generell überhaupt nicht gefallen hat. Textlich war das auch so, keiner, das war einfach nicht wirklich das Texter-Battle, muss ich ehrlich sagen. Nextside hat da ein paar nice Ansätze gefunden, zum Beispiel das mit dem Milad-Ersatz, sonst waren da viele Fantasy-Lines, die aber nicht wirklich gejuckt haben und nicht wirklich straight drauf waren. Und sonst ein paar Sachen, die ich auch nicht wirklich so gefeiert habe. Vielleicht ist es auch Geschmackssache, wie zum Beispiel so, ja, Lolli könnt nicht kontern wegen Vertigo und sonst keine Ahnung.
Da waren noch ein paar Sachen dabei, die ich auch noch ganz cool fand. Aber im Endeffekt war das halt ziemlich medium. Die Rückrunde, da war halt Kalkül halt ein paar nice Counter dabei. Dandy hat meistens Fantasy-Lines gebracht und das kam irgendwie wie ein zweiter Front vor, anstatt ein Counter. Aber Kalki hat das halt einigermaßen gecarried. Beide waren aber im Endeffekt ziemlich ebenbürtig. Motto-technisch war halt, ja, Nexite hat ein atmosphärisches Video und ein paar textliche Ansätze. Die 33 haben von allem ein bisschen mehr gemacht. Die dann auf jeden Fall meine Punkteverteilung. Auch hier ist das Video ein, also nicht auch hier, ein Video ist da ein 2:2. Flow ist ein 1:2 in die Rückrunde. Technik ist ein 1:1. Punchlines ist ein 1:1. Motto ist ein 1:2 an die Rückrunde. Extrapunkt ist ein 0:0. Dementsprechend ergibt es bei mir ein 6:8. Die 33 bekommen dann auch beide Usabot-Punkte für die Hinrunde und für die Rückrunde. Dann die Bewertung von Felloquent ist folgendermaßen ausgegangen, dass Felloquent einmal 8:4 an die Hinrunde die 33 gegen Rückrunde Nexite gewotet hat und einmal 5:7 an die 33. Somit haben wir einen Hinrunden-Endscore von 20:10 an die 33 und einen Score von der Hinrunden Nexite gegen Rückrunde 33 in 11:16. Das Ding ist aber, dass Nexite in beiden Runden so extrem verspätet eingereicht hat, das ist schon wirklich ein Wunder. Und zwar Hinrunde Nexite bekommt 30% Abzug, dementsprechend sind das dann 3 Punkte Abzug, dementsprechend haben wir dann 8:16 und nochmal 30% Abzug Nexite, was halt bei der Rückrunde ist, nochmal 3 Punkte, das ist dann ein 20:7. Im Endeffekt ist es dann ein klares 36:15 für die 33 und sie sind im Halbfinale. Nochmal, wie gesagt, meine genaue Begründung und die von Fellow sind in der Beschreibung. Sorry für das, aber wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt nochmal die ganze Analyse zu schneiden und es soll endlich mal online kommen, denn die Halbfinalpaarungen stehen noch aus. Also alle Halbfinalisten haben schon, by the way, die Paarungen bekommen und die Frist werde ich noch in der Beschreibung reinhauen, weil es in dem Moment noch nicht wirklich klar ist, wie lange die Frist geht. Ich werde noch mit den Halbfinalteilnehmern besprechen und die Mottos werde ich dann auch erstmal geheim lassen. Die wissen auf jeden Fall alle Mottos. Aber ich will jetzt erstmal, wie gesagt, etwas geheim lassen. Die Zuschauer können erstmal spekulieren, was kommt. Und ich möchte auch so kleine Lucky Punches bzw. Vorwegnehmungen von deren Motto auch vermeiden, so wie das zum Beispiel Nachtie gegen Hot getan hat. War auf jeden Fall in dem Moment cool gemacht von Rudolf, aber halt. Keine Ahnung, das soll jetzt nicht unbedingt die Regel sein. Deswegen bleiben die Mottos erstmal geheim und wenn die Runden veröffentlicht werden, ja, seht ihr dann eh, was für Mottos dran kommen. Deswegen sind die Halbfinalpaarungen folgende, die werden gleich eingeblendet und dann sehen wir uns im nächsten Video. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Abend und auf Wiederhören.